Hallo, meine Lieben. Wie ihr seht, habe ich die neue Actionblöcke und die wollte ich heute euch mal zeigen. So, dann fangen wir mal an. So, hoffe es klappt jetzt. Das ist das dritte Mal, wo ich jetzt anfange und irgendwie will die Technik heute nicht so wie ich es will. So. Ach, du meine Güte. So, dann fangen wir mal an. So, das ist der Shabby Chic. Der ist ziemlich rosa gehalten. So. Das ist mit hier Streifen. Und dann Karo. Ja, ich glaube, ihr seht ja, was ist. Hier sind so kleine Herzchen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut in der Kamera sieht. Einfach rosa. Hier zum Ausschneiden. Dann haben wir wieder Karo. Ein orangefarbenes Blatt. So kleine Blümchen. Und hier so hellrosa mit Blümchen. Und was ist das? Sieht aus wie die Tapete bei meiner Oma. Aber sehr schön. Dann haben wir Holzoptik. Kariert. Oh, das ist auch sehr schön. Hier wieder zum Ausschneiden. Und dann wieder Holzoptik. Dann haben wir Pünktchen. Das sieht super aus. Sowas mag ich auch. Ja, wieder zum Ausschneiden. Das ist ja mal ein schönes Herz. Die ganz kleine Blümchen. Sieht aus wie kleine Tulpen. Sehr schön. Ja, dann haben wir wieder Punkte. Blümchen. Habe ich jetzt. Ne, ist einer. Ja. Sieht auch sehr schön aus. Hier so schöne Ornamente. Etwas größere Punkte. Das sind so kleine Blumen in den Kreisen. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, dann wieder Holzoptik in rosa gehalten. Und kleine Herzchen. Ah, und das war schon der erste Block. Legen wir den mal hier hin. Dann kommt der grüne. Da haben wir ja so, wie nennt man das? Wie zerknülltes Papier sieht das aus. Ja, das ist auch sehr schön. Und hier ist so ganz kleine Schrift. Sieht sehr schön aus. Gefällt mir gut. Ah, hier, na. Das ist nicht gerade so mein Geschmack. Aber nun ja, wer es mag. Ja. Oh, das ist auch sehr schön für. Das wäre schön für ein Cover. Für ein Album in Grün. Ja. Oh, das sind aber schöne Blätter. Und hier etwas kleiner. Nur ein einfaches Grün. Ist auch sehr schön. Ja, hier ist wieder, das kann ich nicht richtig erkennen. Da ist auch so eine Struktur. Keine Ahnung. Ist
Sieht nicht aus wie Putz. Keine Ahnung. Ich kann es leider nicht sagen. Ja, dann haben wir ein ganz helles. Hier zum Ausschneiden. Sind für mich etwas groß, aber nun ja, vielleicht für ein 15x15 Album, ja, könnte man das nehmen, aber nun ja. Das hier, das mag ich lieber. Das kann man schön verwenden. Und hier Blümchen und Blätter zum Ausschneiden. Auch sehr schön. Ja, dann haben wir wieder so eine Wischtechnik. Sieht auch sehr schön aus. Das ist auch sehr schön, ist grün mit ganz leichten Blümchen drauf. Was sind das? Rosen, glaube ich. Dann haben wir wieder Blümchen. Ja. Sieht so distressed aus. Finde ich sehr schön. Schön für Hintergründe. Ja, das gefällt mir nicht so. Ja, das sind Schriften zum, ja, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir Streifen. Nochmal, aber diesmal schräg. Ja, dann haben wir wieder Blümchen. Und das war's auch schon mit dem grünen Block. So, dann nehmen wir diesen hier. Ja, was hat der? Ach ja, das ist der mit der Holzoptik hier. Ja, so. Sehr schön für Hintergründe hier. Ja. Diesen hier hätte ich mir zweimal nehmen können. Nun ja, aber wie gesagt, in den Action komme ich ja noch öfters. Da kann ich mir ja noch einen mitbringen. Das ist auch sehr schön. Schöne Blume. Dann haben wir wieder Holz. Ja. Wie gesagt, also ich nehme den für Hintergründe. Oder bei Covern von Alben nehme ich das auch sehr gerne. Und dann haben wir wieder Rosen. Das ist auch sehr schön. Ja, wieder Holzoptik. Nochmal. Ja, wie gesagt, das ist, ich würde mal sagen, ein Basic-Block. Kann man für alles nehmen. Passt sozusagen bei alles. Und ich finde es auch gut, wenn man so... Uniblätter dabei sind, finde ich super. Das ist auch sehr schön. Gefällt mir gut. Das auch. Ich dachte schon, es war vorbei. Ja, da fällt mein Block schon auseinander. So, ja. Und das war's auch mit diesem Block. Ich habe aufgeräumt, aber trotzdem, überall liegt was rum. Sehr, sehr schlimm. Dann kommt diesen Block. Der ist etwas farbenfroher, finde ich. Da bekommt man richtig Lust zum Basteln. Sehr, sehr schön. Ja. Also ich muss doch sagen, dieses Mal hat Action doch schon etwas gemacht mit den Blöcken. Man kann sie viel mehr verwerten, finde ich, als die letzten.
Oh, das ist aber schön. Ja, der ist ziemlich rot gehalten, finde ich. Rot und Brauntönen. Hier ist wieder Holzoptik. Auch sehr schön. Ach, wie niedlich. Gefällt mir gut. Und hier nochmal. Oh, gefällt mir besser, muss ich sagen. Ja, dann haben wir hier wieder zum Ausschneiden. Mit Türen. Sehr, sehr schön. Ach ja. Und wieder Sprüche. Ach, sowas liebe ich. Ja, das hier war wiederum nicht so. Das liegt immer bei mir rum. Das sind meistens die Blätter, die bekommen meine Kinder. Können die damit basteln? Ja. So eine Senffarbe ist auch ganz schön. So grün. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Wow, das ist super. Oh, da weiß ich schon, was ich damit mache. Da habe ich schon eine Idee. Das ist auch sehr schön. Ja, und hier wieder Holz. Und wieder Blümchen. Und hier Karo. Jetzt muss ich muss lachen. Das erinnert mich, als ich Kind war, hatten wir bei uns solche Decken auf dem Tisch liegen. Schöne Kindheitserinnerung. Ja. Und dann haben wir wieder ein grünes. Und das war's auch. So, dann kommt der blaue. Da bekommt man Urlaubsgefühle. Wann kommt wieder die Sonne? Bei uns regnet es. Ach, ist richtig nass und kalt. Das ist gar nicht schön hier. Da freut man sich doch, so einen Block zu haben. Es ist blau. Sehr, sehr schön. Ja. Das sieht in der Kamera besser aus als in Wirklichkeit. Muss ich schon sagen. Sehr, sehr schön. Aber nur in der Kamera. Ja, und wieder ein Blau. So. Ja. Das kann man schlecht sehen, glaube ich. Das sind so, seht ihr? Aber sehr, sehr schön. Ach, da freut man sich doch wieder, wenn Sommer ist. Also ich auf jeden Fall. Ach, das ist auch sehr schön. Super. Und hier wieder zum Ausschneiden. Oh ja, sehr, sehr schön. Ach, und die Tickets. Ah, wie schön. Ja, und hier wieder zum Ausschneiden. Ach, ja. Sowas mag ich auch. Diese Sneakers. Oder wie heißen die? Ach. Wie nennt man das? Hatte ich auch, als ich jung war. Ich bin nur mit solchen Dingen rumgelaufen. Ach, wie hießen die denn schon wieder? Die gibt es ja noch heute. Mann, jetzt komme ich nicht drauf. So. Eine Land- oder Straßenkarte. Sieht auch sehr schön aus. Und hier so ganz hell. Dann haben wir wieder Orange.
Oh, das ist auch sehr schön. Ja. So. Das sind ganz kleine Flugzeuge. Sehr, sehr schön. Und das war's auch mit dem Blauen. Sehr schön, da bekommt man richtig Sommergefühle. Und dann der letzte. So. Der ist auch sehr, sehr schön. Ganz kleine Pünktchen. Hier auch wieder. Und das auch. Oh, sehr, sehr schön. Punkte und Streifen, das geht doch immer. Und Karos. Besser kannst du ja nicht werden. Sehr, sehr schön. Ach, da freut man sich ja wieder richtig auf Basteln, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nun ja. Ich hoffe natürlich, dass bei euch gleich die Actions wieder alles verkaufen können. Das wäre schön. Ja. Ach, schön für Planer. Ah, das gefällt mir auch sehr gut. Zum Ausschneiden oder Ausstanzen, wie man es denn gerne hätte. Ja, auch zum Ausschneiden. Schöne Farbe, sehr, sehr schön. Kommt in der Kamera heller an, als es wirklich ist. Oh, das gefällt mir jetzt nicht so. Nee, das mag ich nicht. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, es geht so. Das ist auch sehr schön. Wieder Punkte. Nun ja, aber ja, es geht halt so. Das finde ich wiederum schön. Und das war's auch mit dem Blog. So, meine Lieben. Ich hoffe, die Blöcke haben euch gefallen. Und wenn ihr noch nicht abonniert seid, bitte lasst mir ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Das wäre sehr, sehr lieb. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss!